Hallo Freunde von Großkatzen mit dem heutigen Löwen, Tiger, Gepard und anderen Großkatzen geht eine furchterregende, aber zugleich auch sehr faszinierende und geheimnisvolle Aura aus. Bevor der Mensch jeden Wohnraum auf der Welt erobern konnte und sich in seiner Entwicklung des Homo sapiens an die Spitze der Nahrungskette stellte, waren die Großkatzen nach den Dinosauriern die größten und gefährlichsten Raubtiere auf dem Land. Die Frage stellt sich, wie konnten jedoch diese Urgroßkatzen sich Millionen von Jahren oben auf der Nahrungskette halten? Die Urgroßkatzen waren meistens größer, kräftiger und hatten noch größere Krallen oder Zähne als der Löwe oder Tiger von heute. Zumeist war die frühere Form des Homo sapiens oder des Neandertalers für diese Urgroßkatzen nur ein kleiner Snack. Die Natur gab diesen Urgroßkatzen ein Waffenarsenal, um prähistorische Großtiere wie den Großelch oder Mammuts zu jagen und zu fressen. Eine weitere interessante Frage ist, warum ausgerechnet die Urgroßkatzen bis an die Zähne bewaffnet waren, wohingegen die Urbären oder die Urwölfe weniger Krallen und Zähne hatten. In diesem Video stelle ich euch 7 ausgestorbene Urgroßkatzen vor. Los geht's! Nummer 1, die Urgroßkatze Smilodon. Smilodon, besser bekannt als der Säbelzahntiger, hatte längere Vorderbeine und bis zu 20 cm lange Reißzähne, welche dieser Urgroßkatze ein unverwechselbares Aussehen gegeben haben. Diese langen und sehr scharfen Zähne erinnern einen heute an einen Säbel mit dem Griff nach oben aus der Zeit der Piraten in der Karibik. Die Gattung der Säbelzahntiger Smilodon starb vor ca. 12.000 Jahren aus und erlangte dank zahlreicher Hollywood-Filme große Berühmtheit. Laut dem heutigen Forschungsstand können die Säbelzahntiger in 3 Gruppen unterteilt werden: Smilodon populator, Smilodon gracialis und Smilodon fatalis. Heutige Forscher gehen davon aus, dass Smilodon keine nahe Verwandtschaft zu dem heutigen Tiger gehabt hat. Diese 3 Gattungen lebten von den Jahren 2,5 Millionen Jahre vor Christus bis ca. 12.000 Jahre vor Christus. Diese Gattungen verteilten sich von Nord-, Mittel- bis Südamerika. Smilodon gracialis war die kleinste Art und war mit ca. 50 bis 100 Kilogramm und einer Schulterhöhe von 80 cm so groß wie ein heutiger Jaguar. Ein größerer Vertreter dieser Gattung war Smilodon fatalis. Dieser kam auf ein Gewicht von 160 bis 280 Kilogramm und hatte eine Schulterhöhe von ca. 1 Meter und war so groß wie ein heutiger Löwe. Der größte Vertreter dieser Gattung war Smilodon populator. Dieser hatte ein Gewicht von 300 bis 500 Kilogramm, eine Schulterhöhe von 1,40 Meter, Säbelzähne, welche bis zu 28 cm lang wurden, und Krallen, welche bis zu 30 cm gefährlich lang waren. Damit war Smilodon populator um einiges größer als die heute lebenden Landraubtiere, wie zum Beispiel der Eisbär oder der sibirische Tiger. Größere urzeitliche Tiere wie Mammuts oder Großhirsche konnten somit vom Smilodon populator mühelos erledigt werden. Nummer 2, Panthera tigris trinilensis. Diese Urgroßkatze war tatsächlich mit dem heutigen Tiger verwandt. Die Fossilien wurden auf der heutigen südostasiatischen Insel Java gefunden. Dieser nahe Verwandte des heutigen Tigers lebte in der Erdepoche des Pleistozäns, welches von den Jahren 1,2 Millionen bis 11.000 vor Christus dauerte. Forscher gehen heute davon aus, dass Panthera tigris trinilensis die Tigerart war, welche am längsten auf der Erde gelebt hat. Dieser Urtiger hatte die ungefähre Größe des heutigen südchinesischen Tigers. Der südchinesische Tiger wiegt ca. 140 bis 175 Kilogramm und hat eine Schulterhöhe von ca. 1 Meter. Somit war Panthera tigris trinilensis der Vorfahre der meisten heutigen Tigerarten. Nummer 3, Panthera atrox. Panthera atrox war ein urzeitlicher Löwe und lebte von den Jahren 340.000 bis 11.000 vor Christus im heutigen Nordamerika. Wenn man bedenkt, dass das Jahr 11.000 vor Christus noch gar nicht so lange her ist, als diese Urgroßkatze ausstarb.
Die Fossilien von Pantera atrox wurden von Alaska bis Mexiko gefunden. Ein heute lebender männlicher afrikanischer Löwe hat eine Schulterhöhe von ca. 120 cm und ein Gewicht von 170 bis 230 kg. Der urzeitliche Löwe Pantera atrox war ca. 30% größer als der normale heutige afrikanische Löwe. Das heißt, er hat eine Schulterhöhe von ca. 160 cm und ein Gewicht von 220 bis 320 kg. Auf verschiedenen Höhlenmalereien des Homo sapiens hatte Pantera atrox eine einheitliche Fellfarbe sowie keine oder nur eine schwach ausgeprägte Mähne. Seine erlegte Beute musste Pantera atrox unter anderem gegen den Säbelzahntiger Smilodon populator, dem gewaltigen urzeitlichen Kurzschnauzbär oder prähistorischen Wölfen verteidigen. Nummer 4. Der Säbelzahntiger Homotherium. Der Säbelzahntiger Homotherium hatte kürzere, ca. 15 cm lange Eckzähne, war 1,9 Meter lang, 1,1 Meter hoch und 400 kg schwer. Somit war er doppelt so schwer wie ein heutiger ausgewachsener männlicher afrikanischer Löwe. Die Körperform hatte Ähnlichkeiten mit dem Säbelzahntiger Smilodon, das heißt längere Vorderbeine und eine abfallende Wirbelsäule und hervorstehende Eckzähne. Der Unterschied beim Homotherium zum Smilodon war die nicht komplett einziehbaren Krallen. Vermutlich waren diese zur besseren Trifthaftigkeit bei Verfolgungsjagden der Beute von Nutzen. Diesen Mechanismus kann man bei heutigen afrikanischen Hyänen betrachten. Homotherium existierte zwischen dem Pliozän und dem Pleistozän zwischen den Jahren 4 Millionen vor Christus bis 11.000 vor Christus in Afrika, Nordamerika, Asien und Europa. Nummer 5. Die Urgroßkatze Maihairodus. Maihairodus war ein Vorfahre des Säbelzahntigers Homotherium. Der Säbelzahntiger Maihairodus lebte vom Miozän bis Pliozän, das heißt 15 Millionen Jahre bis 2 Millionen Jahre vor Christus. Diese Art der Urgroßkatze war auf allen Kontinenten der Erde vertreten. Maihairodus hatte kürzere Eckzähne als der Säbelzahntiger Smilodon. In Afrika wurde ein Exemplar des Maihairodus gefunden, welche bis zu 500 kg schwer war und eine Schulterhöhe von 150 cm hatte. Diese Urgroßkatze ernährte sich vorwiegend von afrikanischen Urelefanten und Urnashörnern. Nummer 6. Pantera leospelea. Die Urgroßkatze Pantera leospelea war ein Höhlenlöwe und lebte in Europa und Asien von den Jahren 300.000 bis 12.000 vor Christus. Pantera leospelea gilt als der Vorfahre des amerikanischen Löwen Pantera atrox. Über die damals vereiste Beringstraße erreichte Pantera leospelea den amerikanischen Kontinent und legte damit den Grundstein für die weitere Entwicklung von Pantera atrox. Mit einer Schulterhöhe von 1,2 Metern und einem Gewicht von fast 300 kg war er so groß wie ein heutiger voll ausgewachsener männlicher afrikanischer Löwe. Dieser Höhlenlöwe lebte und jagte in Rudeln. Die steinzeitlichen Malereien zeigen ihn in verschiedenen, aber einheitlichen Fellfarben. Nummer 7. Pantera gombas zoegenensis. Diese Urgroßkatze war der Vorfahre des heutigen Jaguars. Diese lebte in Europa und Asien. Jedoch unterschied sich Pantera gombas zoegenensis mit 230 kg deutlich von dem heutigen Jaguar. Von heutigen Forschern wird Pantera gombas zoegenensis als eine Mischung aus Löwe und Jaguar beschrieben. Dieses Raubtier gilt als die größte Urgroßkatze Europas. Pantera gombas zoegenensis lebte schon mehrere Millionen Jahre vor der Ankunft der Löwen auf den europäischen Kontinent. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.